Es geht weiter mit FIFA und wir machen weiter. Also nicht FIFA, aber hier, ihr wisst, was ich meine. So, wir gucken mal, ob wir noch Jobs haben. Nee, du kannst ja schon verfügbar. Okay. Schade. Okay, dann geht's weiter jetzt mit. Ja, ich will noch mal den Innenverteidiger, definitiv. Wie steht das immer noch mit der Innenverteidigung nicht so sattelfest? Ich guck mal gerade wegen Freigabesummen und so. Boah, krass. 75 Millionen Kaufoption. Das rein. Noch was anders. Alle. Ich guck, wen der, ob ich noch mal wen holen könnte. Ja, ich brauche halt noch mal einen, der vielleicht noch mal was versuchen kann da hinten. Ja, der hat noch 24 Millionen Marktwert, das ist das Problem. Der wird nicht für die 17, 18 Millionen kommen. Können wir in Salzburg gucken? Vielleicht haben wir da nochmal eine Brecher. Warte mal, österreichische Liga, ne? Warte mal, wo waren die? Das nicht. Sieht zu heilig Österreich. Sich kennen. Superbrecher dabei. So, gucken wir mal. Ja, ich habe halt irgendwie so 15 Millionen vielleicht oder so. Jetzt aber gerade nicht, wer der irgendwie.
where you get the notion. Not hard to notice. Yeah, yeah. That's a deep, 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 deep ocean. Shorty say she, I'ma keep hoping. She's not. Shorty say she loving me. I'ma be open. I'll try. Off the stage, cause somebody's gonna get taken, somebody's gonna invade on a one-on-one conversation. I'm ducked off from the world, I'm immersed in the PlayStation, and I ain't worried about her. It's a thousand hers outweigh. Ich guck gerade nur mal durch in England zum Beispiel, ob da irgendwas wäre. Oh, Matthias de Ligt, jetzt ist es bei Chelsea. Haben die sich jetzt Masraoui und de Ligt geholt bei Chelsea? Ja, da bin ich jetzt gerade dran. Sepp van den Berg wäre vielleicht gar nicht so schlecht. Jetzt einige Defensive noch mal am Scouten. Gut. Gegen Volendam. Auf geht's. Heute haben wir für Sie ein Duell im Angebot, das wirklich die gesamte Fußballwelt in Atem hält. Ein Duell, das eine Menge verspricht. Die Stimmung im Stadion ist überragend und wir sind natürlich live dabei. Bleiben Sie unbedingt dran. Gleich geht's hier los, gleich rollt der Ball. Bleiben Sie dran. Hallo liebe Fußballfans, willkommen hier im Philips-Stadion. Ich darf Sie ganz herzlich zu unserem heutigen Spiel begrüßen. Auf den Kommentatorenplätzen haben Wolf Fuß und Frank Buschmann Platz genommen. Und bei uns wird es heute ein Spiel aus der Eredivisie. So, Volendam, wie gesagt, gegen in der letzten Saison haben wir hier verloren. Mit 2:1. Das soll es heute in der Saison auch nicht passieren. Und die erste Chance für PSV. Le Voir. Puh. Ah, wollen wir versuchen, mal eine Überraschung setzen. Der nächste, der meine sich da so vorbeidreht. Aber wie gesagt, in der letzten Saison schon natürlich. Natürlich hat sich bisher. Hat sich Volendam, wie gesagt, letzte Saison gegen uns durchgesetzt. Und PSV möchte nochmal einen Innenverteidiger verpflichten. Er will noch einen zweiten starken Innenverteidiger haben: Sanchez. Sanchez, man will ja unbedingt einen. Man will ja eher angreifen auf die Großlippe. Tomori. Holen wir uns jetzt die Ecke mal raus. Ja, von Bommel, der eigentlich den Feind verlassen wollte. Deswegen will jetzt mit seiner Truppe jetzt natürlich irgendwie noch mal ein bisschen aufbauen. Er will ja die Champions League holen. Das ist ein großer Traum. Ob es mit Eindhoven wird oder mit wem anders, ist mir eigentlich egal.
Das hat er auch so gesagt. Aber ich spiele natürlich jetzt mit Van Bommel die dritte Saison in Eindhoven. Oder start jetzt gerade in die erste, dritte Saison. Wir sind ja in Mitte Saison 2 gekommen. Und jetzt wollen wir gerne weiterziehen. Ja, wir vergeben gerade ein bisschen zu viele Chancen und schön gemacht, der Schari. Der geht auch vorbei. Ich habe schon wieder Angst, dass wir wieder die Dinger alle versieben, dass der Gegner einmal durchmarschiert und die plötzlich in Führung geht. Ja, haben die guten Chancen, aber die nutzen wir noch nicht. 30. Minute. Das weiß ich nicht, wie viele Chancen jetzt das war. Aber man muss halt aufpassen, nicht dass hier, wie gesagt, Wollen damit plötzlich irgendwo mal in Führung geht. Guter Ball auf Sanchez. Und jetzt ist es dann endlich mal soweit. Und zwar die hochverdiente 1-0 Führung für PSV durch. Lobo. Ich weiß auch nicht, wie viele Saisons wir spielen werden. Schönes Ding aus der Distanz. Und dann ist es das 1-0. Das ist das hochverdiente 1-0 für den Meister. Über dieses Führungstor. Er spürt, jetzt hat die Mannschaft das hier im Griff. Sie sind jetzt also in Führung. 1-0. Sanchez. Ja, Schari. Guter Ball wieder auf Sanchez, der viel macht auf der Seite. Und es ist abgeblockt, der Ball. Das gegen Will Rosun. Ja, Schari, gut gelöst da. So. Ich dachte, der Keeper war noch da dran, war aber scheinbar nicht. Deswegen gibt es auch nur Abstoß. Na, super. Ich sehe schon Abspieler kommen sehen. Der Nächste, der sich da jetzt verletzt. Ist jetzt der dritte Verletzte schon? Also mal angeschlagen, ne? Du hast natürlich jetzt leider angeschlagen. So, deswegen ist jetzt auch Embolo vorne drin.
Ja, aber auch nur eine knappe 1-0-Führung. Das ist halt das Problem. Richtig. Ivan Lucic. Der so eigentlich offensiver ist, aber der halt gerne auf der rechten Seite machen will. Oh, eine gute Chance durch Embolo. Basur. David. Embolo! Also das 1-0 ist ein Witz, wenn wir mal so auf die Statistik, ich denke mal, wenn wir auf die Statistik schauen werden, sind wir wahrscheinlich bei jenseits der 2, der 10 Versuche. Deswegen ist es ein, aber gut, ist wir führen, ist es verdient. Und zwar zu 0. Lecko mio, ey. Was wir gerade für Chancen versieben. Gute Idee da. Gut gemacht dort von Basur und Embolo. Und es ist noch nicht das 2. Also das 2-0 ist sowas von überfällig hier. Ja, Schari. Was ist denn heute los? Wir versieben ja die eine oder andere jede Chance. Das ist 6-0, das ist ein Scherz. Das sind ein paar mehr. Ja, ein Tor weiter, einfach für uns. Basur. Sanchez. Ja, das trügt immer noch. Denkst du, du hast alles im Griff, machst hier, tust hier. Und hast hier und willst hier. So, das müsst du winnen. Die Frage ist, wird wahrscheinlich Freistoß geben. Weil es, glaube ich, knapp außerhalb war. Jupp. Boah, den fischt er nicht da unten noch raus. Achelinho mit einem super Freistoß. Aber auch den halt der Keeper. Embolo. Abgeblockt. 871. Wie gesagt, das 1-0 ist ein Scherz. Das ist ein ganz großer Scherz. Man hat bisher die 3 Punkte sicher. Aber man bringt sich halt durch diese Chancenverwertung, die er mal heute hat. Diese Katastrophe in Chancenverwertung. Selber. Einwurf oder was? Ja. So. Nee. Ach, schade. Gute Idee von Embolo gegen Embolo oder durch Embolo. Da mal durch zu marschieren. Ach, du solltest da nicht hin. Den habe ich schon gesehen, das sollte aber der nächste Schritt dann werden. Leck mich doch am Senkel, Alter, das ist nicht wahr, ey. Was für Chancen da gerade verballert werden. Jetzt ist es der Elfmeter für uns, die Riesenchance hier auf 2-0 zu stellen. Und Ivan Lucic darf es.
haushoch verdiente Führung. 2-0 für PSV gegen den FC Volendam. Ja, da wäre wahrscheinlich der Keeper auch nicht hingegangen. Das ist das verdiente 2-0. Der hat ja beim Feyenoord auch gut seine Meter geschossen. Er weiß, das müsste es in dieser Partie eigentlich sein. Schönes Dribbling hier. Aber da ist die Abwehr nicht wirklich gefordert. Achelinho lässt sich ein bisschen zu sehr ausspielen. Und dann ist es Sanchez, der da mal einen kleinen Bock einbaut. Ivanusic, der Schütze zum 2-0, wird jetzt ein bisschen abgelaufen. Und nicht das 3-0. Nicht das 3-0. Da sehen wir so, wir wechseln ein bisschen durch. Nicht immer die beste Lösung. Absolut, mehr Gefühl, dann kann es hier gehen. Vier Wechsel bei PSV. Einen haben sie auch schon machen müssen in der Halbzeit. Bayer Embolo gekommen für Novoa, der angeschlagen runter musste nach der Pause oder zur Pause. Guter Ball, Embolo. Weiter jetzt mit dem Ball. 3-0. Ausschlaggebend ist dieser Abpraller. Der hat den Ball erst so richtig gefährlich gemacht. Das ist sowas von verdient, dieser Treffer von DW. 3-0. Man holt sich den 2-0-Sieg hier zu Hause in dieser Saison. Letzte Saison haben wir nur insgesamt 3 Spiele zu 0 gemacht. Jetzt sind wir schon mal bei Nummer 2. Und ja, auch der ist verdient. Volendam hat nicht wirklich was stattgefunden heute. Das 3-0 ist durchaus noch schmeichelhaft, aber es ist verdient. Die Gastgeber dürfen sich heute über diesen Sieg in der Liga freuen. Das war wirklich eine klasse Leistung heute. Man hat gesehen, was sie drauf haben. Schlicht und ergreifend. Überzeugend. Trotzdem muss sie die Spiele erstmal gewinnen, so. Und ich möchte halt auch gerne mal, dass Ajax mir nicht immer ständig auf den Senkel geht. Ich hoffe, dass sie dieses Jahr mal aus dem Pokal fliegen. Ich habe sie ja zweimal hintereinander im Finale gehabt. Beide Spiele gewonnen, aber trotzdem. So, jetzt haben wir also mal Tabellenführer. Allerdings hat Zwolle noch ihr Nachholspiel. Doch, wo hat nicht gespielt? Was nervst du mich mit der ganzen Geschichte? So, ich bin immer noch auf der Suche auf einem Innenverteidiger. So. $40,800,000. Mm-hmm.
Straßburg möchte ich nicht für 10 Millionen geben. Jurei kenne ich doch von meiner Bilbao-Karriere. Schade. Das ist das Problem, die sind noch immer gesprächbereit. So, ich gucke mal gerade, ob ich da irgendwie noch einen Mann finde, der vielleicht ein bisschen was brechen kann, dem man helfen könnte. Leider nichts jetzt wirklich dabei. Jetzt bei Ajax nicht. Dann nochmal Lacroix vielleicht. Das wäre doch eine Idee. Wenn der schon von Monaco, von Leck mich doch am Senkel! Was wollt ihr mir denn schon nicht mehr? Die Spieler nicht hergeben. Ja, Morgana, mit dem kam ich nicht so wirklich klar. Ehemaliges Pauli-Talent. Also das heißt ehemaliges Talent, ehemaliger Pauli-Spieler, so ist es eigentlich richtig. Ne. Ja. Ich habe ein bisschen runtergeschraubt. Ich kriege momentan keinen Hinverteidiger. Das ist bitter. Deadline Day. Ja, das machen wir jetzt noch zu Ende. Ja, 40 Millionen brauche ich gar nicht anzukommen.
Der für 40 Millionen wechselt, krass. Die Moment haben auch keine Angebote rein. Ich will ja noch gerne einen Innenverteidiger verpflichten, aber ich kriege momentan keine Ideen. Dann keine Angebote. Das ist scheiße. Ich weiß, dass man keine Vereine einfach so kontaktieren kann. Das war keine, ey, suchen Sie einen aus und dann überlegen wir mal. Corey Günther, das ist hier doch der Freund, Ehemann von, wer heißt der, Betty Taube, war das nicht Betty Taube? Der war, der, ich glaube, seine Ehefrau oder Freundin, das ist, glaube ich, ziemlich bekannt. Ich glaube, irgendwie sowas war das. Irgendwie war da gerade irgendwas. Bin mir gerade aber nicht zu 100% sicher, aber es ist irgendwie ziemlich bekannter. Ziemlich bekannte Dame. Ich weiß aber, wie gesagt, nicht, wer es ist. Ich komme jetzt gerade auf den Namen. Achso, da wollte ich gar nicht hin. Ja, wir können leider erst im Januar dann anfangen durchzugucken, wer so kommen könnte für die neue Saison. Aber ich glaube, das wird nichts werden. Ich meine, für national mag es reichen, aber für international halt nicht. Und deswegen würde ich nur mal überlegt, wie wir machen könnten. Aber ich denke mal, da wird jetzt nichts mehr kommen. Ich denke mal, da wird nichts mehr kommen. Für das Geld, für das Mega-Geld. Also, naja, machen wir den Deadline-Day zu Ende, wenn jetzt nicht irgendwie noch ein Mega-Angebot von unserer Spieler kommt. Wird da jetzt nichts mehr passieren. Zumindest nicht vor. Da kommt jetzt auch nichts mehr. Nee. Das war's mit dem Deadline Day. Ohne große Deadlines. Zumindest nicht für uns. Jetzt kommen die Angebote rein, oder was? Ernsthaft? Ungarn möchte ich nicht. Ich werde es garantiert nicht noch. Ach so. Nee, das wird jetzt nicht nochmal passieren. Vandenberg, der ist jetzt aber auch nicht 14,5 Millionen. Was hat denn der für Werte? Es geschieht keine Gäste dabei. Merkwert, 8,5 Millionen. Ihr kriegt Mädels nicht, geht mir mal nicht auf den Senkel die ganze Zeit. So, dann kommt Gorta jetzt für 13 Millionen. Nix in Verteidiger. Rotationsspieler. Freigabesumme übergehen
Und dann kommt Gorta von Ajax Amsterdam für 13 Millionen. Der Spieler, der mich so zur Verzweiflung gebracht hat in der Liga. Sogar eine B-Wertung. Sollte den schon verlängern, dann könnte ich vielleicht nochmal leihen. Ja, Messi wird ja nicht kommen. Ja, aber Gott, habe ich jetzt mal verpflichtet für die neue Saison. Ich glaube nicht, dass der jetzt schon zu unserem Team gekommen ist, oder? Nee, nee. Gott sei Dank, der wird erst in der neuen Saison kommen. Also nicht in der neuen, in der Winterpause kommen. Gut. Feierabend heute. Wir sehen uns wieder in der nächsten Folge. Dann geht's gegen Nijmegen.